Kapitel 8, Folge 1. Vorbereitungen für eine dunkle Sonnenfinsternis. Falmer und seine Gruppe kehrten nach fast 10 Stunden Flugreise sicher in die kaiserliche Hauptstadt zurück. Aufgrund von Falmers eigener Müdigkeit und dem Rest der Crew war die Ankunftszeit viel länger als erwartet. In der Zwischenzeit begann in dem vom Heiligen Kaiser gemieteten Gasthaus eine groß angelegte Suche, bei der behauptet wurde, der Heilige Kaiser sei verschwunden oder entführt worden, aber am Ende kehrte der Heilige Kaiser unerwartet in den Palast zurück, also war es wichtig. Nicht erreicht. Seine Heiligkeit, könnte es sein, dass sie inkognito in die Stadt gegangen sind? Claude sah sie misstrauisch an, aber sie hätte sich nie träumen lassen, dass sie eine Rundreise zum neuen Kontinent gemacht hatte. Sie müssen die Taten eines von uns respektieren. Wir Höflinge müssen uns alle erhängen, um die Verantwortung zu übernehmen. Der Staatsminister posiert mit gefesseltem Hals und streckt die Zunge heraus. Was für eine Übertreibung, lachte der Heilige Kaiser. Manchmal möchte ich auch allein sein. Auch wenn du es sagst. Seine Heiligkeit wird der nationalen Körperschaft des Imperiums zugeteilt. Handeln Sie nicht willkürlich. Ohne Wachen? Gefährlich ohne Wachen? Schwieriger wäre es für Elisabeth, die heilige Kaiserin, die den Sitz des stärksten Magiers der Welt beschützt, in Gefahr zu geraten. Wenn Sie nicht von vorne angreifen können, wird es Leute geben, die seine Majestät auf feige Weise angreifen. Zum Beispiel mit Gift. In diesem Fall sollten Sie das Korps der Gerichtsdiener und Hofapotheker anrufen. Insbesondere wenn Falmer angerufen wird, werden Probleme im Zusammenhang mit der Medizin normalerweise irgendwie gelöst. Der Heilige Kaiser hat eine solche Wahrnehmung. Jedenfalls. Um es ganz klar zu sagen, wir machen uns Sorgen um dich. Genau. Ich muss heute ein wichtiges Dokument unterschreiben. Die Priester an der Seite sind auch laut. Heiliger Kaiser! Es war für sie unvermeidlich, zu versuchen, der Kaiser sowohl der weltlichen als auch der geistlichen zu sein, sowohl der hohe Priester als auch der Kaiser. Schließlich muss Palle so schnell wie möglich zum Kaiser von Zhengflu ernannt werden. Ich möchte meine Arbeit reduzieren, indem ich meine Pflichten auf den hohe Priester beschränke. Ich werde Palle viel Arbeit geben. Der Heilige Kaiser plant heimlich, aber selbst wenn Palle der nächste Kaiser werden soll, gibt es verschiedene Personalfragen. Wäre in diesem Fall Bruno oder Falmer Pols Chefapotheker? Nein, Palle könnte die kaiserliche Hofapotheke und das Kanzlerkorps selbst abschaffen. Die Form des Kaisers und der Medizinabteilung brach zusammen und es wurde eine bloße de Metizis-Familie. Vor allem gab es ein großes Hindernis im Plan des Heiligen Kaisers. In Anbetracht der bisherigen Sitten wäre es unmöglich abzudanken, es sei denn, sie kämpfen gegen Palle in einem göttlichen Kampf, bei dem sie ihr Leben riskieren und vollständig verlieren. Obwohl sie das wollte, ist es frustrierend, absichtlich vor allen zu verlieren. Sie will ihr unansehnliches Äußeres nicht preisgeben und ist stärker als die meisten anderen. Nun, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich in Straits verlieren werde. Darauf freue ich mich. Pols herausragendes göttliches Geschick, das er in der groß angelegten Übung zeigte, und die Flexibilität, in einer anderen Dimension zu denken, die er auf dem neuen Kontinent zeigte. Ehrlich gesagt, ich kann keinen anderen Weg finden, um zu gewinnen, als mit göttlicher Kraft zu pushen. Während ich über dies und das nachdachte. Mutter, ich muss dir heute etwas sagen. Sein Sohn Louis, der aufrecht stand, erschien mit einem wahrhaft empörten Blick. Die Mutter, die den Ausdruck sah, beschloss, wütend zu werden. Bringen Sie den Heiligen Kaiser in einen anderen Raum, ohne etwas zu sagen. Nachdem er sich 3 Stunden lang mit den Beschwerden seines Sohnes befasst hatte, wurde er schließlich freigelassen. Wurdest du beschimpft? Noah, der seit 3 Stunden vor der Tür wartete, wo der Heilige Kaiser verschwand, fragt nach seinen Eindrücken.
Keiner der Höflinge wusste, dass Noah wartete. Dies ist das Werk seiner Stiltfähigkeit. Nun, meine Kehle ist trocken. Bring mir was zu trinken. Das Kind hat auch einen offenen Mund und kennt keine Gnade. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit. Ich werde es Ihnen sofort bringen. Louis sagte, was er sagen wollte, und ging ins Bett. Er sagte, er sei hier. Auf Wiedersehen. Es ist mir eine Freude, die kaiserliche Sprache fließend zu sprechen. Ist das so? Du hast recht. Der heilige Kaiser nickte, als würde er bestraft. Wie ich höre, haben Sie sich mit Trematodiasis infiziert. Nehmen Sie sich eine Auszeit und nehmen Sie sich Zeit, um sich zu erholen. Wie ich immer sage, Sie brauchen meine persönliche Wache nicht. Möchtest du mich in deiner Freizeit vergessen? Trotzdem ist mein Schatten dünn. Unterschätze mich nicht. Danke, Eure Hoheit. Noah verbeugte sich respektvoll und ging schnell den Korridor hinunter. Ich verstehe, gibt es jemanden da draußen, der in Schwierigkeiten geraten würde, wenn ich abdanke? Ohne die Unterstützung des Kaisers wird Noah, dessen Existenz selbst verborgen ist, vergessen werden. Um ehrlich zu sein, zuckte der heilige Imperator mit den Schultern. Als Falma in den Haus, viel Glück, sei sicher. Ich bin zu Hause. Es tut mir leid. Falma ist nervös, dass er sich heute auf eine Predigt vorbereiten muss. Als Falma nach Hause zurückkehrt, bemerkt er überall magische Kreise, sobald er die Villa betritt. Das ist eine ganze Menge. War es Lotte, die die magischen Formationen rund um die Villa aufgestellt hat? Die Handschrift ist die gleiche, also kenne ich sie ohne zu fragen. Ich denke nicht, dass es zu viel ist, aber Lotte scheint verzweifelt danach zu streben. Ja, ich habe 100 geschrieben. Handschriftlich. Jawohl. Falma besteht nicht darauf, dass er nicht einmal einen Vervielfältiger benutzen kann. Ist ein Dämon herausgekommen? Weil ich nicht raus kann. Ich weiß nicht, was mit der kaiserlichen Hauptstadt ohne Falmasama und seine Hoheit passieren wird. Ich dachte, ich müsste das Herrenhaus beschützen, damit es nicht so ist wie vorher. Lotte muss zu viele Talismane für den Kreis der Flammenmagie geschrieben haben. Ich hatte Bandagen um meine Handgelenke gewickelt, wahrscheinlich weil ich eine Sehnenscheidenentzündung hatte. Das machte mir Sorgen. Lotte muss besorgt gewesen sein, obwohl der Schatz des Wächtertempels in die kaiserliche Hauptstadt zurückgekehrt war. Aber was Charlotte getan hat, war nie umsonst. In der Ecke des Herrenhauses gab es Spuren von bösen Geistern, die sich im Talisman der Flammenmagie-Formation verfingen und gereinigt wurden. Falmas exklusiver Diener Simeon, der Falmas Tasche erhielt, verteidigte Lotte. Ist das wahr? Ich helfe gerne. Falma ist erleichtert, dass Latis harte Arbeit belohnt wurde. Danke, Lotte. Es scheint, dass Latis magischer Zirkel von der Expedition auf dem Kontinent zur Selbstverteidigung benutzt wurde. Als Falma ihm dafür dankte, wirkte Lotte noch glücklicher. Während ich mit Lotte interagiere, bemerke ich Blanches Blick. Wenn ich darüber nachdenke, ließ Falma Blanche zurück und machte sich auf den Weg zum neuen Kontinent. Blanche erinnerte sich daran, als wäre es zu spät. Kleiner Bruder. Es ist schrecklich, mich zu verlassen. Tut mir leid. Aber für Blanche war es trotzdem gefährlich. Mo. Behandle mich wie ein Kind. Blanche schlug ihn eine Weile mit seinem göttlichen Stab, aber Falma hatte keine andere Wahl, als sich von ihm treffen zu lassen. Blanche bemerkt plötzlich, dass Palle nirgendwo zu sehen ist. Ich frage mich immer, was ich tun soll, wenn mein Bruder eines Tages nicht zurückkommt. Blanche sagt ihre Meinung. Und eines Tages werden diese Befürchtungen Wirklichkeit. Falma wurde traurig und streichelte sanft Blanches Kopf. Blanche umarmte mich fest.
In seinen Händen liegt Macht. Die Zurückgebliebenen leiden immer mehr als diejenigen, die gehen. Geht der große Bruder nicht mit nach Hause? Nun, was ist passiert, als wir vorhin in der Kutsche zusammengekommen sind? Gerade als ich dachte, dass Palle und ich beide beschimpft wurden, war Palle nicht da. Palle muss sehr müde gewesen sein, als er in der Kutsche schlief. Es wachte nicht auf, selbst wenn ich es schüttelte, also schien es, als hätte es dieses Mal keine göttliche Kraft mehr. Das darf heute nicht mehr passieren. Ich konnte meine göttliche Kraft wieder auffüllen. Aber ich dachte, ich müsste meine körperliche Stärke wieder erlangen, also ließ ich ihn so lange schlafen, wie er wollte, und er wachte am nächsten Morgen auf. Illustration von Mimin. Jahre vergingen und es war der 1. Mai 1148, es ist der erste Tag im Mai. Falma war fassungslos, als er den Kalender in seinem Zimmer durchblätterte. Dachte ich, während ich die Zahnbürste in meinem Mund hin und her bewegte. Ich wünschte, es gäbe eine goldene Woche auf dieser Welt. Falma wünscht sich einen langen Urlaub, um die angesammelte Arbeit zu verdauen. Trotzdem gibt es im Grunde keine langen Ferien für Adlige. Sonntags geschlossen. Dann Imperial Independence Day. Geburtstag seiner Heiligkeit. Nur das Fest der Schutzgottheit, die Schwarzend eintritt. Die Apotheke ist samstags und sonntags geschlossen, aber das liegt nur daran, dass Falma sie gezwungen hat, einen Tag frei zu nehmen. Wann wird die dunkle Sonnenfinsternis im August sein? Das Kandidatendatum für die dunkle Sonnenfinsternis, das mir Salomon und Juliana mitteilten, war nicht genau angegeben, aber es hätte Ende August sein sollen. Ich war mit anderen Arbeiten beschäftigt und habe die Gegenmaßnahmen komplett aufgeschoben. Auch nach der Rückkehr in die Hauptstadt war Falma noch geschäftiger als zuvor. Die meisten Mitglieder der Expedition, die von Bilharziose betroffen waren, wurden in das Imperial College of Medicine aufgenommen und ins Krankenhaus eingeliefert. Falma behandelte sie ständig. Bei Patienten mit akuten Symptomen, die als Katayama-Fieber bekannt sind, die Haarsymptomen wie Fieber, die durch eine Infektion mit Schistosomen verursacht werden, wird Falma von Ellen zubereitetes Praziquantel schnell verabreichen, wenn Eier in Kot oder Urin nachgewiesen werden. Praziquantel ist ein Kurzzeitmedikament, das nach zweitägiger Verabreichung therapeutische Wirkungen zeigt, und die Nebenwirkungen sind mild und nicht schwerwiegend. Obwohl Praziquantel gegen erwachsene Würmer wirksam ist, war es auch gegen Larven nicht ausreichend wirksam. Aus diesem Grund achtet Falma auf den Zeitpunkt der Medikation. Während er seine Augen untersuchen und das Vorhandensein von Wurmeiern unter einem Mikroskop von einem Labortechniker des Imperial Medical College überprüfen lässt. Und plant eine erneute Behandlung nach 6 Wochen. Es sollte auch bei der gleichzeitigen Einnahme von Arzneimitteln mit Vorsicht eingenommen werden und sollte nicht in Kombination mit Rifampicin, einem Arzneimittel zur Behandlung von Tuberkulose, angewendet werden. Wir überprüften, ob einer der Patienten bestimmte Antikonvulsiva, Magenmittel und Antimykotika einnahm, und überprüften ihre Medikamentenanamnese, um sicherzustellen, dass sie nicht kontraindiziert waren. Diejenigen mit schweren Symptomen erhielten auch mehrere zusätzliche Tage Prednisolon. Nicht nur durch die Gabe von Praziquantel, sondern auch durch die Kooperation mehrerer Maßnahmen zur Vernichtung der Eier der Schistosomen mit Antikörpern mit Emmerich haben die Behandlungsperspektiven endlich begonnen und die schwer Erkrankte. Menschen sind im Allgemeinen wieder genesen. Danach werden die Patienten den Ärzten und Apothekern des Imperial College of Medicine übergeben und bei plötzlichen Veränderungen gerufen. Auch Menschen, die bereits aus dem Krankenhaus entlassen wurden, benötigen im Falle eines Rückfalls eine Nachsorge. Auf diese Weise war er wie immer sehr beschäftigt. Simeon zog Falma, die vor dem Kalender feststeckte, schnell ein Hemd an und bellend eine Krawatte. Wenn du eine Erinnerung brauchst,
werde ich sie mir merken. Vielen Dank. Ist das so? Der heutige Zeitplan ist eine dunkle Sonnenfinsternis. Es ist zu spät zu sagen, dass es zu spät ist. Ich möchte vorsichtige Maßnahmen ergreifen. Die Welt könnte sich nach diesem Tag komplett verändern, und es könnte sogar der Todestag von Falma sein. Das Essen ist fertig. Ich werde die Suppe aufwärmen. Ich werde bald da sein. Falma dachte am Frühstückstisch über dies und das nach, also versäumte er es, die Fingerschale mit magischem Wasser zu füllen. Blanche, die das beobachtete, zog Falmas Arm. Anje, ich habe einen schlechten Magen. Tut mir leid. Ich habe etwas verschüttet. Seine Manieren sind schlecht, aber selbst wenn Falma versucht, die Gegend zu überfluten, findet er das überhaupt kein Problem. Als ich wie üblich versuchte, das Wasser abzustellen, geriet Simeon in Panik. Oh, Falma-sama. Ich werde dich jetzt abwischen. Bevor Simeon eine Serviette brachte, legte Palle, der bei ihm war, statt Falma seinen Finger auf das Wasser, das auf den Tisch geflossen war, und wischte gekonnt die Wassertropfen weg. Sei nicht unhöflich. Erstaunlich, Bruder. Palle, der sich die Fähigkeit des negativen Attributs des Wassers angeeignet hat, beherrscht es, als wäre er damit geboren. Ich drehe auch das Wasser ab. Blanche will auch von Falma und anderen gelobt werden und nachahmen. Aber Blanche scheint es schwer zu fallen, und weil sie sich zu viel Mühe gegeben hat, hat sie ihre Hand in die Schüssel gesteckt und diesmal alles auf den Kopf gestellt und rausgeschmissen. Anje, bitte verstehe. Blanche bittet mit unzufriedenem Gesicht ihre beiden älteren Brüder um Hilfe. Yusikita. Diesmal wischte Falma seinen Kopf mit dem Handtuch ab, das er von Simeon bekommen hatte. Falma besuchte Salomon, der mit der Herrschaft über das Heilige Land betraut war. Salomon arbeitet im zentralen Teil des großen Tempels unter dem Vertrauen des heiligen Kaisers Elisabeth und ist der örtliche Geschäftsführer. Dem Ruf der anderen Priester zufolge ist er in allem, was er ihm anvertraut, äußerst kompetent und scheint ein effektiver Praktiker zu sein. Vom Himmel aus konnte Falma leicht sehen, wo er sich in dem riesigen heiligen Land befand, weil er eine Umkehrung der inneren Organe hatte. Nachdem sie Salomons Zimmer gefunden hatte, stand Falma vor dem Büro, als wäre nichts passiert. Falma, die körperlich nicht in der Lage war, an die Tür zu klopfen, versuchte energisch mit einem neuen medizinischen Stab zu klopfen, der die materielle Welt stören könnte. Willkommen, Falma-sama. Bevor Falma an die Tür klopfte, öffnete Salomon energisch die nach innen öffnende Bürotür. Falma, der das Klopfen verpasst hatte, schlug Salomon mit aller Kraft mit seinem Stock auf die Stirn. Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass sich die Tür öffnen würde. Nein. Ich verstehe, dass Sie zu Besuch sind, also treffen Sie mich bitte. Als Salomon auf den Boden blickte, erinnerte sich Falma an die Fallen der Schutzgottheit, die auf allen Stockwerken des Heiligen Königreichs aufgestellt waren. Ach, ist das. Für alle Fälle gab Falma Salomon einen Eisblock zum Abkühlen. Während er sich die Stirn kühlte, tat Salomon so, als wäre nichts geschehen. Ich kann vielleicht viel machen. Falma war erfüllt von entschuldigenden Gefühlen. Also, wonach suchst du? Ich möchte Maßnahmen gegen die dunkle Sonnenfinsternis ergreifen, also bin ich gekommen, um sie zu konsultieren. Es war ein Zufall. Natürlich bereiten sich alle Priester mit einem Gefühl der Gefahr auf die dunkle Sonnenfinsternis vor. Eine dunkle Sonnenfinsternis ist als der Tag bekannt, an dem der auf dem Rücken des Hohepriesters eingravierte Schmelzkreis schmilzt und der Hohepriester seinen Platz einnimmt. Auf dem Rücken der heiligen Elisabeth befindet sich kein Schmelzkreis mehr, sondern isoliert auf einer Zellkultur. Trotzdem mache ich mir Sorgen, ob es funktionieren wird und ob ihre Sicherheit absolut gewährleistet ist.
Ich kann nicht einfach mit gekreuzten Beinen dasitzen und sagen, dass es sicher ist. Wir ernennen immer Bürgerliche als Zellkulturtechniker. Und wenn der Tag der dunklen Sonnenfinsternis ohne Zwischenfälle vergeht, glaube ich nicht, dass der schmelzende Kreis andere in Besitz nehmen könnte. Danke, ich denke, es ist eine angemessene Antwort. Für Falmasama und seine Heiligkeit Elisabeth, bitte seien Sie versichert. Salomon liefert mit Loyalität. Sollen wir andere Maßnahmen ergreifen? Was hast du noch im Sinn? Wenn der Schmelzkreis Menschen schmilzt und es als Schmieröl für die Zahnräder des Häkchens verwendet, dann das Schmelzen des menschlichen Körpers. Es kann unkontrollierbar sein, wenn es schnell über die Reaktion des Körpers hinausgeht, aber Sie müssen diese Medikamente zur Hand haben. Alle besessenen Menschen sollten mindestens einen Tag lang die aktuelle göttliche Medizin einnehmen, um sich vorzubereiten. Ich glaube nicht, dass das reicht, aber ich werde es bereuen, wenn ich nicht auch nur die geringsten Gegenmaßnahmen ergriffen habe. Wie Sie sagen, halten Sie 3 Tage vorher und nachher alle Priester vom Heiligen Land fern. Danke. Falma beschloss, das wörtliche Kommando Salomon zu überlassen. Ich habe es eine Weile nicht gesehen, also kann ich nach der Ausrüstung des Häkchens sehen. Lass uns zusammen gehen. Sei niemals allein. Salomon sagte dem Priester an seiner Seite, wenn beide nach einer gewissen Zeit nicht zurückkehrten, sollten sie alle das Land verlassen. Das bedeutet, dass sowohl Falma als auch Salomon dem Rat des Hammers zum Opfer fielen. Du brauchst nicht viele Leute, die dich begleiten. Ja, aber nicht gefährlich. Die Priester waren besorgt, aber Falma schüttelte den Kopf. Es ist gefährlicher, jemanden bei sich zu haben. Ha! Selbst wenn viele Menschen kämen, könnten sie nicht helfen, wenn etwas passiert. Geleitet von Salomon, konfrontierte Falma das Zahnrad des Häkchens im Keller erneut mit einer Eisenplatte auf dem Boden. Die Getriebeabdeckung des Häkchens, die Falma nach dem Einlegen des Bodens aufgesetzt hatte, war im selben Zustand wie bei seiner Abreise hier. Sie können nicht sehen, was drin ist, es sei denn, Sie öffnen den Deckel, aber Sie sollten diesen Ort nicht öffnen. Diese Intuition läutete Falma eine Warnung. An der Oberfläche sieht es so aus, als gäbe es keine Veränderung. Ja, weil es möglich ist, dass ich von dem Schmelzkreis besessen werde. Ich denke, das ist das Beste. Falma hält Salomons Einschätzung für richtig. Schön, dich wiederzusehen. Als Falma und Salomon an die Oberfläche zurückkehrten, wurden sie von den Priestern begrüßt, die nervös auf ihre Rückkehr warteten. Danke, dass Sie zurückgekommen sind. Wenn Falma beim Passieren der Gastfreundschaft durch das Heilige Land geht, folgen ihm die Priester. Falmas Besuch wird von dem Moment an enthüllt, als er das Heilige Land betrat. Egal wie lange es dauert, ich kann dich nicht heimlich besuchen. Medizinischer Gott. Willkommen zu kommen. Ich hoffe, du bist müde unterwegs. Möchtest du ein Bad nehmen? Oh, tut mir leid. Macht nichts. Im Handumdrehen war ich von einer Menge Priester umgeben und konnte mich nicht bewegen. Fragt ein bekannter Priester Falma. Jakobin, hast du dich entschieden, was du heute zu Mittag essen möchtest? Ich bringe Snacks mit. Ich bringe Brot, getrocknete Früchte und so weiter. Mit, wenn ich Hunger habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Priester bitten würde, es zuzubereiten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich bereite Ihnen das Mittagessen vor, wenn Sie nichts dagegen haben. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie bitte in die Cafeteria. Vielen Dank. Falma betrachtete die Informationstafel im Heiligen Land. Wo befindet sich die Bibliothek? Obwohl es ein kleines Land ist, kann ich, egal wie oft ich es besuche, die Struktur der Gebäude im Heiligen Land nicht erfassen. Die Gebäude sind kunstvoll miteinander verflochten,
Und auch die unterirdische Struktur ist erstaunlich. Ohne jemanden, der mich führt, würde ich mich verirren, aber ich möchte nicht zu viel mit meinen Gefährten laufen. Falma ging eine Weile spazieren, durchsuchte die Bibliothek und besuchte Liara Avenues. Wow, Medizingott! Liara stieß mit Falma zusammen, als sie aus der verbotenen Bibliothek kam, und ließ alle Bücher fallen, die sie in der Hand hielt. Tut mir leid, ich bin plötzlich aufgetaucht. Während sie Liaras Bücher einzeln aufhebt, beobachtet Falma ihren körperlichen Zustand. Was brauchst du heute? Vielen Dank für die schnellen Befunde. Hat sich ihr Asthma seitdem gebessert? Ja. Ich habe die Bibliothek geputzt und den Lesesaal geputzt. Der Dachboden war sehr staubig, sagte Liara fürchterlich. Als ich also aufgeräumt habe, hatte ich keine Anfälle mehr. Die Medizin, die mir der Medizingott gegeben hat, hat gut gewirkt. Er sagt glücklich, dass er verbotene Bücher gut lesen kann, weil seine Augäpfel weg sind. Ich bin gekommen, um es zu liefern, weil ich dachte, dass mir die Medizin ausgeht. Ja, also hast du dich an mich erinnert. Liara war tief bewegt und begann zu beten, aber Falma verwaltete die Patientendaten zentral in einem Notizbuch, so dass er genau wusste, wem die Medikamente ausgegangen waren. Falma übergab Liara den Medizinbeutel und erhielt den Inhalt der von ihr gewünschten Untersuchung der alten Schriften. Danke. Bitte untersuchen Sie es erneut. Herzlich willkommen. Es scheint, dass Sie eine gute Beziehung zueinander aufbauen. Emma, ein kaiserlicher Hofapotheker. Emma, die im Waschplatz Gemüse wäscht, wirft alles weg und eilt zu Falma hinüber. Emma, danke für den Brief an die Apotheke. Vielleicht hast du den Brief gelesen. Es ist gut angekommen, also wollte ich dein Gesicht sehen. Letzten Monat erhielt ich einen Brief von Emma, in dem sie die aktuelle Situation beschrieb. Ich dachte, die Antwort wäre direkt. Von Sanflu für mich. Ich hatte etwas im Heiligen Land zu erledigen, also ist es auf dem Weg. Auch Emmas Mutter, die früher hohes Fieber hatte, sprang heraus und sah glücklich aus. Dieses Set war wirklich verschuldet. Obwohl Falma vorbeischaute, streckte er seine Beine so weit wie möglich aus und besuchte nach und nach die Menschen, die er bisher getroffen hatte. Denn eines Tages kann das Ende kommen. Blutperle, was ist danach passiert? Emma trägt schöne Schuhe. Auch Falma freute sich über diese kleine Änderung. Ja, ich konnte es nicht tun, nachdem ich meine Schuhe gewechselt hatte. Es ist vor allem dank der Priester, die den magischen Kreis angelegt haben, sind die bösen Geister seitdem nicht mehr aufgetaucht. Alle Dorfbewohner sind erleichtert. Emmas Mutter wird es dir sagen. Es sieht so aus, als würde es auf der nahegelegenen Autobahn eine Apotheke geben. Ist es Yakushisama zu verdanken? Emma hat eine tolle Zeit. Im Auftrag des Heiligen Kaisers wird ein System zur Lieferung von Arzneimitteln in Partnerschaft mit ausländischen Zünften eingerichtet. Ah, dieser Laden ist mit einer anderen Weltapotheke verbunden. Wir arbeiten mit Helvishas Apothekergilde zusammen, um einen Laden zu eröffnen. Sie sollten in der Lage sein, rezeptfreie Medikamente zu einem niedrigen Preis zu kaufen. Wenn Emma die Medizin, die sie verzweifelt für ihre Mutter gesucht hatte, irgendwo in der Nähe kaufen könnte, zu einem niedrigen Preis. Das Leben der Menschen wird sich sicherlich ändern. Basierend auf dieser Überzeugung beeilte sich Falma, mit der starken Unterstützung des Heiligen Kaisers, im Ausland angeschlossene Apotheken zu eröffnen und ihr Know-how zu teilen. Wow, ich freue mich. Jetzt muss ich nicht in die nächste Stadt fahren, um es zu kaufen. Um die Gesundheit der Menschen zu schützen, damit Medikamente diejenigen erreichen können, die sie benötigen. Ich möchte, dass die Qualität der dort bereitgestellten Medikamente überall auf der Welt gleich ist.
Ich möchte, dass der Apotheker, der sich darum kümmert, ein zuverlässiger Experte mit fortgeschrittenem Wissen ist. Schon jetzt denkt Falma über eine solche Zukunft in dieser Welt nach.